Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu The Rise of the Tomb Raider. Oder Rise of the Tomb Raider, nicht The Rise of the Tomb Raider, sondern Rise of the Tomb Raider. So, mit mir dem Ingo Viva. Und wir sind jetzt über eine Nacht hier in der Kälte, in der Kloake gewesen. Aber das steht's ja drauf, hör mal. Die mag ja auch so schmutzige Sachen, ne? Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Das, genau, es war ein Gulag. Machen wir nochmal die Karte einsammeln. Zack, neue Karte studiert. Und verdammt, hier gibt es ein bisschen was zu hören hier. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Ich lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Ja, wie schon in der letzten Folge sagte, sie hat Lungenkrebs, die andere Frau. Die Annes, oder wie heißt die? Irgendwie so, ne? Und ja, die wollen halt den Gral oder das Ding finden. Und damit will sie leben. Mal gucken. Weil sie hat dann auch immer noch so ein bisschen, ja, hat sie schlechtes Gewissen, würde ich mal so sagen. Okay, was soll ich denn jetzt hier machen? Achso, es ist Stromwasser. Das ist Stromwasser. Geil, ey. Was? Ich dachte... Hä? Nix denken, Ingmar. Einfach machen. Ah, hier ist erstmal eine Kiste noch. Ich dachte jetzt die ganze Zeit ohne Spaß. Abzeichen der Trinity-Soldaten. Cool. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Nein, gibt das nicht. Okay, machen wir nochmal. So. Ah, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das. Das ist so ein... Achso, ich muss... Genau. So. Mit links oder rechts bedienen Sie den Knüppel. Drücken Sie C zum Loslassen. Hä? Ach, der Strom ist aus. Ach so. Ich dachte, ich muss da wieder hin. Dann wohl nicht. Das ist komisch. Warum macht sie eigentlich mal die Türen so... Nein! Los! Sie sind tot! Sie sind tot! Ich bin Lara Croft! Alter, ich habe eine neue Waffe erhalten. Ja, komm her. Nice, ey. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie viele Patronen das Ganze hier hat. Ah, hier sind Patronen. Ah, ne, ist voll. Was? Habe ich wirklich volle Patronen? Ein paar Blätter? Eigentlich können wir natürlich auch wieder auf... Alter, ich hab euch alle. Okay, hinter mir irgendwas? Nein. Okay, wir können weiterlaufen. Okay, weiter geht's. Es ist vorbei. Ich stehe unter Beschuss. Alter, was für ein Fahnenkreuz ist das bitte? Ich bin tot. Nein, es tut so weh. Wollen wir keine Patronen? Alter, sammle ich denn so viele Patronen? Wow! Okay.
mittlere Maus aushalten, sich Sprengladung herzustellen. Cool. What the fuck? Geil. Aber ich möchte jetzt eigentlich lieber wieder... Puff, bist du tot? Und was willst du tun? Dagegen. Geil. Da ist keine Kiste, da war aber noch eine kleine Kiste. Cool. Wir laufen lieber mit Pfeil und Bogen. Was für eine brutale ist das? Da bin ich... Das ist egal, also ich kann auch meinetwegen hier mit Maschinengewehr rumlaufen. Oder mit Pistole mal, komm. Alles aufheben, was die hier haben. Hammer nice. Ja, egal, ich hoffe, ich vergesse jetzt wieder nichts. Aber hier ist noch ein Funkgerät. Funkgerät müssen wir natürlich uns anhören. Wir dringen weiter ins Tal vor. Annas heißt die, genau. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Oh, natürlich wird er. Er wird es natürlich sein. Was anderes hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber er muss da runter. Er nimmt die Patronen auch wieder auf. Nee, der hat die Patronen bei sich gehabt. Ich wollte schon sagen. Das geht doch gar nicht. Jacob. Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Ja, ich weiß. Sie haben Probleme bekommen. Ich weiß. Verdammt. Scheiße. Okay, hier wird geschossen. Das heißt, wir wärmen uns erstmal kurz mal am Lagerfeuer zum auf. Ersten Mal seit Wochen und gucken mal wieder, was es hier für Upgrades gibt. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Vielleicht. So, und Fähigkeiten natürlich auch mal gucken. Was gibt's denn hier? Was können wir uns denn mal wieder einfallen? Mal so uns wieder am liebsten hier Kämpfer. Aber Kämpfe haben wir schon zwei Sachen. Jäger, mal gucken. Da haben wir auch schon zwei Sachen. Ja, dann ist das Überleben vielleicht. Da gucken, haben wir nur eine Sache. Was haben wir da? Brandbomben. Listenreicher Kämpfer. Finden Sie durch hergestellte Objekte. Bringen mehr EP. Erhalten Sie Bonus durch Überlebensverstärke. Okay. Finden Sie mit Überlebens leichte Herausforderungsobjekte. Schnelle Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Machen wir das mal. Ach, wir haben noch einen Punkt. Na komm, dann machen wir mal Jäger noch. Dann nehmen wir jetzt, setzen Sie beim Ausweichen Feinde ohne Rückrüstung durch zeitliche F außer Gefecht. Feinde, die durch lautes Kills erlegt werden, werden automatisch geplündert. Nice. Zack, 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 zack. Okay, wir gehen weiter. Aber wir sind jetzt nirgendwo hier Wölfe drin oder so. Weil hab ich natürlich nicht. Alter, wie schlecht bin ich denn? Ein Headshot. Und da oben ist noch einer. Ich stehe unter Beschuss.
Alter. Alter, wie viele hier kommen? Mal kurz nachladen. Munition noch immer noch nicht? Werfe eine Granate. Komm, ich muss die Granate da explodieren. Bam! Sehr nice. Okay, da kommen noch mehr. Hallo? Wir haben genug Zeit, weil die ja eh nicht so perfekt zielen können. Warte mal. Noch irgendwo einer? Ja, jetzt kommt wieder so ein Dicker. Sie ist allein. Sie ist allein. Ausschwärmen. Ausschwärmen. Los. War das gut? Begebe mich in Position. Ich werde das Tor. Ah. Headshot. Okay, da ist er. Scheiße, ich muss anhören. Puh, das war aber jetzt auch eine sehr nice Sache. Also muss ich sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Wow. Jetzt kann man, wie gesagt, erstmal alles einsammeln in Ruhe. Aber trotzdem war es easy. Also es war jetzt nicht so. Aber ist okay. Mein Gott. Ich kann mich noch erinnern an den anderen Tomb Raider Teil, den ich Let's Played habe. Da war halt mein PC nicht so gut genug. Da hat es auch wirklich volle Kanne geruckelt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und das hat man auch im Video auch eigentlich auch gemerkt. An manchen Stellen hat es richtig übelst geruckelt. Gerade an so Kampfszenen wie hier. Und aber das Positive war, dass ich jetzt ja, wie gesagt, einen neuen PC habe und das jetzt nichts mehr hier ruckelt. Hier ist alles, wie man so schön sagt, easy, easy, easy. Oder wie Bray sagen würde, easy, queasy, lemon queasy oder irgendwie so, sagt er doch immer, ne? Der sagt doch immer so ganz komische Sachen. Alter, haben wir sie alle aufgeplündert? Ich glaube schon. Cool, guck mal hier, alle erledigt, ey. Ach, ihr seid doch welche. Ihr seid so kleine Homos, hä? Oh, da ist noch... Oh, da kann ich noch was aufsammeln hier. Das ist aber versteckt. Im Schnee. Was habe ich denn da Schönes erhalten? Einmal Fell. Okay. Auch sehr nice. So, wie gesagt, wir haben jetzt aber alles, ne? Wir machen mal kurz einmal hier die Sicht. Da hinten ist... Guck, da hinten ist auch noch was. Holz. Klack. Irgendwas können wir doch hier mitmachen. Eine Brandbombe bauen. So. Und dann können wir sie dann werfen. Hup. Bing. Pfeile. Pfeile sind ganz, ganz wichtig. Na, ich will sie nicht. Guck, wegwerfen. So, dann haben wir da auch alles hier. Da Munition, wie gesagt, können wir ja nicht. Da Munition war auch noch drin, können wir auch nicht. Da war nichts mehr drin. Ich mache zwar nochmal hier kurz den Blick. Den geilen Blick. Oh, da oben hängt einer. Wie kommt der denn da hier? Komm, fall runter! Du Wurst! Nice, geht doch. Cool, haben wir auch. Munition ist voll, das ist voll. Ja gut, dann würde ich sagen, oder? Doch, doch, oder? Doch, doch, würde ich sagen. Machen wir erstmal eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns morgen Abend wieder. Oder ich würde mich eher gesagt freuen, wenn ihr morgen Abend wieder einschaltet. 18 Uhr, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Wie gesagt, hammergeiles Spiel, wirklich. Also bis jetzt gefällt mir das richtig, richtig, richtig gut. Was man alles so machen kann. Die Geschichte natürlich auch. Und ja, ich will sie mit euch weitererleben morgen dann. Und bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt und so. Oh, man, ist mal wieder ein schönes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, die anderen Spiele, die ich gezockt habe jetzt davor, waren auch hammergeil. Aber Tomb Raider ist wirklich doch... Und gerade die neuen Teile sind wirklich... Ja, die haben was. Und klar, die Emotionen und sowas in ihrem Gesicht und so, ist natürlich immer ein bisschen komisch. Sie ist, ja, sie ist zwar jetzt schon mehr Frau geworden, so wie zum ersten Teil, das auf jeden Fall. Also man merkt schon, dass sie halt, ja, erwachsener ist und so.
aber halt noch immer noch so das kleine Mädchen in dem Sinne eigentlich, oder junge Frau so, die sich, ja, der Männerdomäne, weil sind ja überall Männer hier, stellt und die kaltblütig, wirklich kaltblütig, muss man einfach sagen, tötet, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken. Aber gut, würde vielleicht jeder machen, wenn auf ihm geschossen wird, dass man halt dann natürlich zurückschießt, weil in solchen Fällen, wo solche Männer kommen, die so fanatisch sind, die in so einem Orden sind, ich glaube, da hat gar keiner Bock drauf, gegen die dann mit den Worten zu ringen, weil die sind sowieso, haben eine Gehirnwäsche bekommen und ja, sie ist auf jeden Fall eine taffe Frau, an manchen Stellen natürlich, klar, bisschen zu tough, aber gut, das ist halt einfach so. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, morgen Abend 18 Uhr, schaltet rein, Rise of the Tomb Raider, mein Gott! Okay, bis morgen Abend, tschüss!